Ja, liebe Zuschauer, auf die jetzige Sendung freue ich mich ganz besonders, denn ich schaue gerne Filme. Nicht nur im Kino, auch zu Hause. Ob das jetzt tolle Blockbuster sind, ja, mit Special Effect hoch 10 oder aber auch mal Aufnahmen, als ich vielleicht so 5, 6 Jahre alt war. Die hier, die kennen Sie bestimmt. Ja, egal welcher Film, es macht einfach Spaß, es macht Freude, zusammen zu Hause mit der Familie einen schönen Film zu schauen. Und das Ganze vielleicht noch so ein bisschen in Kinoatmosphäre klingt toll, oder? Egal bei welchem Wetter, ich finde, Kino geht immer. Nur Kino ist ein bisschen teuer mittlerweile geworden, ja? Wir zeigen Ihnen jetzt tolle Möglichkeiten, wie Sie zu Hause Ihren Lieblingskinofilm schauen können. Oder vielleicht haben Sie diese alten VHS-Kassetten auch noch zu Hause und da verraten wir Ihnen auch, wie Sie die hier ins digitale Zeitalter retten können. Und einer, der liebt Filme auch über alles, Carsten. Ja, ganz genau. Wir gehen nämlich ganz gerne mal ins Kino, definitiv, liebe Zuschauer. Sie kennen es, das, was Anne schon sagte. Wenn man dann mal mit der ganzen Familie den Weg ins Kino sucht und findet, dann kommt natürlich noch Popcorn dazu, dann möchte der nächste Nachos und dann noch ein halber Liter Cola oder Pepsi oder noch eine Limo dazu und so weiter. Ja, und dann ist man schnell mal bei einer vierköpfigen Mannschaft bei einem Betrag von 60, 70 Euro, liebe Zuschauer. Ja? Natürlich holt man sich dieses Vergnügen auch gerne mal nach Hause. Moderne Fernsehapparate bieten Ihnen das fantastische und brillante Bildauflösungskonzept natürlich auch für die heimischen vier Wände. Nur mitunter sind es tatsächlich noch nicht mal die modernen Blockbuster, die man interessant findet. Mitunter sind es tatsächlich die selbstgedrehten Filme so aus der Jugend ihrer Kinder, vielleicht sogar aus ihrer Jugend. Und all diesen Themen werden wir uns zuwenden. Und das, was ich hier schon für Sie in der Hand habe, liebe Zuschauer, das ist ein perfekter 3-in-1 Videorekorder, ein Digitalisierer auch mal für analoge VHS-Kassetten und gleichzeitig auch ein tolles ein Aufnahmemedium, wenn Sie auch mal einen Mitschnitt zum Beispiel von einer Spielekonsole ganz einfach mal speichern möchten. Eine tolle Möglichkeit hier, unterschiedlichste Dinge anzugehen zu einem Spitzenpreis einer unserer Kassenschlager. Mhm. Und ich denke mal, mit der Möglichkeit, einfach Fernsehprogramme aufzuzeichnen, sollten wir an dieser Stelle mal anfangen. Ich denke, kleiner und kompakter hat noch nie jemand einen Videorekorder / Aufnahmerekorder zu sehen bekommen. Ist natürlich eine fantastische Variante für 123,41. Ja. Ne? Also das ist wirklich ganz fantastisch. Kleiner als eine VHS-Kassette, aber kann so viel. Mehrere Funktionen, die wir auch gleich nach und nach erläutern werden. Aber der Preis ist natürlich fantastisch. Der Preis sorgte bisher auch dafür, dass dieses kleine Produkt schon 2 oder 3 Mal ausverkauft war. Jetzt haben wir wieder eine Lieferung bekommen und jetzt sind Sie dran. Unser Videorekorder mit so vielen tollen Aufnahmemöglichkeiten und Funktionen. Fernbedienung gibt es noch mit dazu. Aber für einen Preis von 123,41 € habe ich das an anderer Stelle auch noch nicht gesehen. Du? Nee, also das ist nahezu ausgeschlossen. Denn grundsätzlich muss man sagen, so ein vernünftiger, halbwegs manierlicher Digitalrekorder zum Beispiel, so ein Festplattenrekorder, den viele in Zeiten von hochauflösendem Fernsehen, natürlich auch von digitalem Fernsehen verwenden, der fängt, wenn man realistisch rangeht, bei einem Einstiegspreis von ungefähr 300, 350 Euro an. Da bist du so bei 500 Gigabyte Speicher angekommen, hast das dann auf der Festplatte, ist natürlich ein überschaubares Volumen. Wenn du jetzt mal ein bisschen mehr Speicher haben möchtest, musst du auch nochmal deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mit dem hier speicherst du ganz einfach und das ist neu hinzugekommen bei dieser Variante jetzt hier. Wir haben den Vorgänger im letzten Jahr schon kennengelernt. Bei dieser Variante ist jetzt hier der USB-Anschluss nach wie vor vorhanden für USB-Sticks bis 32 GB. Zum Beispiel mal für einen schnellen Mitschnitt auch mal von einer Serie, aber eben auch mal hier für eine externe Festplatte und da kannst du sogar bis zu 2 Terabyte gehen. Neu dazu gekommen ist der Micro-SD-Steckplatz, auch da bis 32 GB. Das ersetzt quasi im digitalen Zeitalter die VHS-Kassette von früher. Wo wir es gerade so schön nah im Bild haben, möchte ich Ihnen gerne mal die Anschlüsse zeigen. Diese kennen Sie natürlich, die beiden hier. Ja, das sind die HDMI-Anschlüsse. Bei dieser Variante, sogar bei der neuesten Variante, 2 verschiedene Quellen, die man andocken kann, die Sie zu Hause hervorragend damit verbinden können. Zum Beispiel ein SAT-Receiver oder ein Kabel-Receiver für digitale Fernsehprogramme und gleichzeitig auch noch einen schönen DVD-Player oder einen DVD-Spieler oder vielleicht auch mal eine Spielekonsole. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge. Das ist dann der dritte HDMI-Anschluss, das ist der Ausgang. Der führt Sie dann weiter auf digitalem Niveau, was Bild und Ton betrifft, an den Fernseher. Aber eben auch der analoge Anschluss ist mit dabei. Und da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, liebe Zuschauer. Da kann man nämlich ganz hervorragend, ohne professionelle Hilfe und in Anspruch zu nehmen und ohne PC-Kenntnisse zu haben, ganz einfach
noch mal vom VHS-Rekorder direkt von der Kamera alte analoge VHS-Bänder eindigitalisieren. Es gab ja auch noch diese anderen Kassetten, diese etwas kleineren. Gehen die auch? VHS-C meinst du? Ja, es gab verschiedenste Formate. Die hatten dann immer diese Adapterlösung dann für den VHS-Rekorder. Ging natürlich auch. Werden wir uns gleich noch in aller Ruhe anschauen, wenn es ums Thema Digitalisieren geht. Aber Sie kennen das, liebe Zuschauer. Früher war es immer so schön komfortabel. Man hatte diese riesengroße Fernbedienung vom Videorekorder daneben seiner Fernsehfernbedienung liegen. Wenn was Interessantes lief, drückte man auf Rec und auf Play und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Dann wurde der Film oder auch mal die Serie dann aus dem Fernsehen aufgenommen. Nichts anderes macht er auch, denn hier wird das Signal ganz einfach durchgeschleift. In einen der Eingänge hinein, dann natürlich auf dem Speicher abgelegt und hier ganz einfach auf den Fernseher weitergegeben. Das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, unverschlüsselt, nimmt dieser hier 1:1 auf. Software ist allerdings auch mit dabei und da kommt dann noch zum ersten Mal ein PC ins Spiel. Da kannst du natürlich auch nochmal hingehen, kannst beispielsweise mal aus dem Privatfernsehen die lästige Werbung rausschneiden oder vielleicht ganz einfach noch ein bisschen was anderes drüberlegen. Vielleicht möchtest du es auch selber vertonen. Mikrofonanschluss ist ebenfalls mit drin. Also ein schönes Aufnahmegerät für digitale Fernsehprogramme, für Kabel- und Satzreceiver. Und jetzt wenden wir uns mal dem Digitalisieren zu. Schon mal geguckt, was sowas kostet oder wo man sowas machen kann? Eine VHS-Kassette eindigitalisieren? Ich glaube, das ist richtig teuer und eigentlich sollte man das ja auch machen. Also jeder von Ihnen hat bestimmt solche VHS-Kassetten zu Hause. Also ich habe die auch tonnenweise zu Hause. Ne? Aber wenn man sich das wirklich mal professionell irgendwo in einem Geschäft digitalisieren lassen möchte, ist das extrem teuer. Ich glaube, die Stunde 100 Euro. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt vielleicht noch so einen Videorekorder zu Hause habe und schaue mir die Kassetten dann an, dann leidet irgendwann die Qualität und ich kann die mir nicht mehr anschauen. Wäre ja schade, weil, weißt du, das sind so Filme, die kriegst du nirgendwo wieder. Ich meine, du kannst ja jetzt deinem Sohn nicht sagen, werde noch mal klein, damit ich dich noch mal aufnehmen kann. Das sind schön, so Erinnerungen, oder? Die gibt es eben nur einmalig. Und das wäre doch schade, oder? Wenn die dann irgendwann nicht mehr sichtbar sind, weil die Kassette dann eben irgendwann nicht mehr oder irgendwann den Geist aufgibt. Und das ist es eben, liebe Zuschauer. Und da hat Anne vollkommen recht. Die Kassetten, also die VHS-Kassetten, waren etwas genügsam. Und je häufiger man die Bänder damals abgespielt hat, desto schlechter wurde die Qualität. Es kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Erzähl. Wenn du jetzt hier mal so in die 90er Jahre zurückblickst, Mitte der 90er, Ende der 90er, bevor das neue Millennium angefangen hat, da reden wir natürlich jetzt mittlerweile auch schon von einem Zeitraum, der schon fast 20 Jahre zurückliegt. Und ich weiß nicht, ob noch jeder einen VHS-Rekorder zu Hause hat. Und wenn ja, haben natürlich nicht nur analoge Bänder, die sehr anfällig gegen Kälte und gegen Hitze sind und auch gegen Feuchtigkeit natürlich, haben auch solche Abspielgeräte wie zum Beispiel Kameras oder VHS-Rekorder nur eine gewisse Lebensdauer. Und ich möchte wetten, wenn ich meinen alten VHS-Rekorder nochmal aus dem Keller hole und den mal entstaube, weiß ich nicht unbedingt, ob der jetzt noch so zuverlässig funktioniert. Sie können sich noch daran erinnern, damals hatte man noch diese Reinigungskassetten, um die Bildköpfe, die Tonköpfe und dergleichen auszureinigen. Ja? Da kommst du ja heutzutage gar nicht mehr dran, da musst du schon fast ins Museum gehen. Hier sehen wir nochmal das, was du angesprochen hast. Du kannst direkt von einem VHS-Rekorder ganz einfach über das mitgelieferte Cinch-Adapter-Kabel jetzt hier deine VHS-Bänder eindigitalisieren. Hier zeigen wir es gerade von einer kleineren Variante, die VHS-C-Kassetten, direkt von der Kamera runter, die ja zeitgleich auch ein Abspielgerät ist, ganz einfach über den Universal-Digital-Rekorder auf den Fernseher gegeben. Hier drückst du einfach nur auf Rec und nimmst das auf, was eben auch auf der VHS-Kassette, in dem Fall auf der VHS-C-Kassette, zu sehen ist. Wenn du möchtest, kannst du es dann später noch bearbeiten, noch ein bisschen Bildkorrektur betreiben, noch Musik drüber oder drunter legen, vielleicht auch selber noch was dazu einsprechen, wenn du das möchtest, oder es ganz einfach 1:1 so belassen. Denn jetzt kannst du hingehen und kannst dir diese Aufnahme, diese digitale Aufnahme, auch ohne weiteres mal über den Rechner auf dein Smartphone laden oder beispielsweise auch mal per E-Mail an die Großeltern zum Beispiel verschicken, wenn es jetzt auch mal um die ersten Schritte der Kinder geht oder um andere Familienangehörige, die ja zum Teil auch mitunter gar nicht mehr unter uns weilen. Und das sind ja Erinnerungen, die gibt dir ja kein Mensch mehr zurück. Eben. Also du kriegst nicht nur die Kinder nicht mehr klein, du kriegst auch gegangene Menschen leider nicht mehr zurück. Das liegt in der Natur der Sache und das wäre eben schade drum. Ihr liebe Zuschauer, Sie können jetzt zuschlagen. 123,41 Euro. Mehrfach ausverkauft gewesen, dann natürlich von den Fachmagazinen gelobt und bewertet. Ja. Und jetzt endlich wieder lieferbar. 123,41 Euro. Sie bekommen nicht nur den HDMI-Videorekorder für den Preis. Sie bekommen heute auch noch inklusive die Softwarebearbeitungs-CD. Natürlich die Fernbedienung und, das ist auch nicht selbstverständlich, das muss man normalerweise in den Elektrofachmärkten extra noch kaufen,
diesen kleinen Adapter. Alles ist dabei und das mit der NX4391 und der 569. Wie gesagt, das ist ein Gerät. Damit können Sie Ihre Lieblingsfernsehprogramme aufzeichnen. Sie können aber auch Ihre alten Filmschätze retten und digitalisieren oder das Ganze dann eben als Game Capture benutzen. Ja, also was Sie gerne möchten und das für einen erstaunlichen Preis. 123,41 Euro. Die kosten normalerweise richtig viel. Der Hersteller, der gibt ja einen Preis vor von 230 Euro, ja? Und der Trend geht ja immer mehr dahin, dass man seine alten Schätze auch mal eindigitalisiert. Ich finde es ganz toll, dass wir das heute möglich machen, oder? Ich habe vor kurzem mit meiner Schwester gesprochen. Die ist jetzt 22 Jahre alt geworden. Also da liegen ein paar Jahre dazwischen aus der zweiten Ehe meines Vaters. Und die sprach mich drauf an. Die sagte immer, ihr habt doch diese tollen Digitalisiermöglichkeiten. Sagt sie, ich habe mich bei einem Fotolabor ganz einfach mal schlau gemacht. Sagt sie, ich habe da also zwei Kisten beim Umzug jetzt gefunden. Da sind noch also Aufnahmen dabei vom ersten Haus meiner Eltern. Da waren selbst meine Eltern noch verheiratet. Das ist schon viele, viele Jahrzehnte her. Mhm. Das möchte man natürlich gerne auch mal retten. Mein Vater hatte damals noch Koteletten bis zum Kinn runter und stand da also fleißig als One-Man-Show auf der Baustelle und hat also selber noch einen Großteil dieses Hauses dann also mit hochgezogen. Da ist er natürlich auch sehr stolz drauf, was man verstehen kann. Und diese Dinge möchte man retten. Mein Vater wird nächste Woche 66. Und wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, ihm da noch mal ein paar schöne Aufnahmen vorzuspielen. Ja, ganz genau. Das wird auch bei uns im Moment in der Familie immer sehr schön gesummt. Ja, wenn man natürlich noch ein bisschen weiter zurückgeht. Ich bin Baujahr 72 und als dann so die VHS-Kassetten kamen, da war ich so 10, 12 Jahre, dem Alter meines Sohnes. Ja. Und damals gab es eben nur bedingte Möglichkeiten. Du hast heute ein Handy mit einer Kamera drin, da kannst du den ersten Schultag jetzt beispielsweise mal filmen in die weiterführende Schule oder was. Das ist überall auf den Handys drauf. Damals hatte man die Möglichkeiten nicht. Und diese Aufnahmen dann später mal, wenn der Lütte vielleicht mal 20 oder sagen wir mal 30 oder 35 ist und vorm Traualter steht, nochmal abspielen, ist so eine ganz schöne und eine sehr emotionale Angelegenheit. Wäre schade, wenn es nicht klappt. Emotional, da sagst du wirklich wahre Worte. Meine Schwester hat ja vor einem Jahr geheiratet und dann hat meine Familie wirklich von allen VHS-Kassetten so das Schönste zusammengeschnitten und hat das dann auf einer großen Leinwand abgespielt. Oh. Weißt du, also das war so eine Mischung zwischen Tränen, ja, Freudentränen, emotional, es wurde viel gelacht, aber das sind wirklich wertvolle Momente, ja. Also wenn du dann als 27-Jährige plötzlich die Videos siehst, die mit 2 Jahren aufgenommen worden sind. Ja, ja. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Momente, ob das ein Kindergeburtstag ist, ja, oder andere festliche Feste oder natürlich das erste Wort. Ich weiß, dass damals ja wirklich alles aufgenommen worden ist. Ne? Da ist die Kamera aufgestellt worden und die lief dann wirklich eine halbe Stunde durch, ohne Pause. Und da sind echt lustige Sachen dabei. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Sie solche alten Schätze auch noch zu Hause gelagert haben. Und die nehmen ja auch viel Platz weg. Ne? Da hast du ja teilweise ganze Schrankwände vollstehen gehabt. Das ist ja leider so. Und wenn man das... Hier, genau, sowas meine ich, ja? Sowas meine ich und das ist so toll. Jetzt pass mal auf, jetzt da habe ich persönlich erst mal einen Schock bekommen, als ich das gesehen habe. Das war am 10. Mai 1992. Ich habe ungefähr zum gleichen Zeitpunkt mein Abiturzeugnis entgegengenommen zu diesem Zeitpunkt. Ja? Also da muss man sich wirklich mal überlegen. Also das liegt wirklich schon unglaublich viele Jahre zurück. Aber die junge Dame, die da so aufgeweckt ihre kleine Welt jetzt hier entdeckt, man darf nicht vergessen, in dem Alter ist ja nahezu alles, was die Kinder sehen, was sie riechen, was sie anfassen, alles neu. Und das siehst du an diesen Blitzen in diesen Augen. Nur diese junge Dame ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter geworden und wird wahrscheinlich weniger Schwierigkeiten haben, jetzt mit der Pampers über diese Schwelle da zu krabbeln. Die wird wahrscheinlich jetzt, das ist unsere Kollegin. Aber ist doch schön. Jetzt stellen sich mal dieses kleine Häufchen ein Mensch mit der Pampers an. So gerade mal in der Lage, über diese Schwelle dann da zu klettern. Und das ist ein ganz schöner Akt gewesen, wie wir gerade gesehen haben. Jetzt stellen sich dieses kleine Menschlein mal als gestandene Dame im weißen Brautkleid vor. Ja, ich bin selber Vater, ich muss also aufpassen, dass ich nicht gleich schon wieder ein Tränchen verdrücke. Also das sind schon tolle Momente. Und jetzt stellen sich mal so einen festlichen Rahmen vor, einen schönen runden Geburtstag auch beispielsweise oder eben eine schöne Hochzeit. Gerade jetzt im Sommer wird doch wieder geheiratet ohne Ende. Und dann zeigen sie solche Aufnahmen. Das sind doch Gänse. Gänsehautmoment. Und genau das möchtest du haben. Genauso wie ein paar schöne Kerzen, ein paar Tauben nach der standesamtlichen Trauung oder ganz einfach auch mal die Rede des Brautvaters. Das gehört ganz einfach dazu und die Möglichkeiten hast du hier. Für 123,41 brauchst keinen Profi, ist alles selbsterklärend, hast noch verschiedenste andere Möglichkeiten mit dem Gerät.
Und da wirst du sehr, sehr viel Freude mit selber haben und vor allen Dingen auch sehr viel Freude mit verbreiten können. Ich denke, das ist eine schöne Möglichkeit. Übrigens blenden wir ab und zu ja auch immer mal die Fachpresse ein. Ja? Mhm. Und da haben uns wirklich sehr, sehr viele renommierte Fachmagazine auch getestet, haben dieses Produkt dann auch vorgestellt. Oh, zum Beispiel das PC Magazine dieses Jahr oder PC Go. Und die sind natürlich alle voll des Lobes, weil nicht nur was dieses kleine Gerät alles kann, sondern auch der Preis, der fasziniert einfach. 123,41 €. Das ist ein toller, toller Preis. Und ich finde, hier geht es auch nicht ums Geld. Ich finde einfach diese Tatsache, dass ich damit meine emotionalsten Momente auch retten kann vor dem Verfall, ja, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich kenne das Problem, ich kann meine Kassetten auch nicht mehr anschauen oder ich will sie eben nicht anschauen, weil ich Angst habe, dass die Qualität dann so darunter leidet, dass ich sie nicht mehr anschauen kann, dann sollten Sie genau jetzt zuschlagen. Ja, es haben bereits schon so viele tausende Zuschauer zugeschlagen. Auch die Fachpresse ist voll des Lobes. Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie jetzt anrufen und jetzt bestellen. Da schauen Sie auch noch eine Empfehlung der Redaktion. NX4391 und die 569 für unser Multitasking-Gerät, ja, unseren HDMI-Videorekorder. Wie gesagt, nicht nur, um die alten Filmschätze dann zu digitalisieren, sondern eben auch, um Lieblingsfilme aufzunehmen, das Lieblings-TV-Programm, was auch immer Sie gerne möchten. Und natürlich auch, um Game-Playlists festzuhalten und die natürlich dann auch im Internet zu teilen. Ja. Das ist erstmal unser allererstes Produkt, was ich ja schon ganz fantastisch finde, weil es mich auch selbst betrifft. Ja. Also wie gesagt, auch ich habe noch zahlreiche Videos. Was ich allerdings nicht mehr kenne und nicht mehr habe, sind Super 8 Filme. Das waren diese Filme auf den Rollen. Aufgezeichnet wurde das Ganze mit dieser Kamera hier. Ja, vielleicht erinnern Sie sich aber noch daran. Haben Sie vielleicht solche Filmrollen zu Hause? Das ist ja noch schwerer, die jetzt anzuschauen. Also ich dachte ja schon, die VHS-Kassetten sei schwierig, sich die anzuschauen. Aber die Filmrollen, da sind wirklich jetzt wahre Schätze drauf. Und wenn Sie die jetzt mal wieder anschauen wollen, weil Sie sagen, Mensch, ich habe die noch auf dem Boden in so einer Bananenkiste, dann sind Sie jetzt genau richtig mit diesem Produkt. Weil jetzt haben wir wirklich was ganz, ganz Tolles für Sie. Carsten, ich weiß nicht, kannst du dich noch an diese Filmrollen erinnern? Ich kann mich grob daran erinnern. Ich meine, das war natürlich jetzt Mitte der 60er Jahre seinerzeit. Und das war ein absoluter Knaller. War die Firma Kodak, die hier in Deutschland den Privatpersonen, den Privathaushalten zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit eröffnet hat, eigene Videoaufnahmen zu machen. Und das war natürlich eine absolute Sensation. Ja, man brauchte das nötige Kleingeld, um sich so etwas leisten zu können. Aber einer in der Familie hatte garantiert eine Möglichkeit, wenn man damals zusammengeworfen hat. Ich weiß auch, dass mein Vater damals ein großes Tonbandgerät für Musikaufnahmen im Wohnzimmerschrank stehen hat. Aber hier geht es natürlich um bewegte Bilder. Und liebe Zuschauer, man hat immer so seine Bedenken. Ich werde nie vergessen, wie ich meinen Vater irgendwann mal angerufen habe. Ich sage mal, hast du die Super 8 Filme noch von früher, als ich schwimmen gelernt habe, in einem Urlaub auf Lanzarote? Mit einer schief aufgesetzten Badekappe und all so Geschichten. Also da kann ich mich nur noch ganz, ganz vage dran erinnern. Aber mein Vater hat es natürlich noch ein bisschen geläufiger. Und das Ganze gibt es sogar auf Film. Leider sagte mein Vater mir damals auf meine Frage, wo die Filme abgeblieben sind, ich habe die weggeschmissen. Ich habe kein Abspielgerät mehr gehabt und ich wusste nicht, dass man sowas eindigitalisieren kann. Die haben mal Platz weggenommen am Speicher. Also habe ich sie vom letzten Umzug geschnappt und habe es auf den Sperrmüll gestellt. Heute merkt man natürlich, wie dann so ganz langsam, aber sicher der Adrenalinpegel steigt. Aber um Gottes Willen, ich kann ihm keinen Vorwurf machen, denn viele von Ihnen werden so ähnlich denken. Abspielmöglichkeiten gibt es heutzutage kaum noch. Ja, das ging so bis in die späten 80er rein, das ganze Thema, bis dann also die VHS-Kassette, das Thema VHS auf die Leute zukam. Ja, und da sind wir natürlich jetzt in einem Zeitfenster, also auch schon gern mal von 40, 45 Jahren. Und da wird es natürlich jetzt also nicht nur mit den Abspielgeräten eng, sondern auch was die Bänder betrifft. Das sind analoge Medien, die sind sehr anfällig hier. Die Bänder speziell, wenn es um Temperaturunterschiede geht, was du am Speicher immer hast oder mal ein bisschen Feuchtigkeit im Keller, dann verkleben die Bänder und sind irgendwann nicht mehr abspielbar. Oder aber du hast noch ein paar Bänder da, weißt nicht, was drauf ist, aber kannst sie nicht mehr abspielen. Und irgendwann denkst du auch, ja, was soll ich damit? Also weg damit. Ja? Oh, hier kannst du es eindigitalisieren. Guck dir das an hier. Mit der Sense noch. Da gibt es doch heute noch andere Möglichkeiten. Aber gut, schau dir die beiden an. Die sitzen da und schwelgen ein Stück weit in der, wie sagt man so schön, guten alten Zeit.
Und ich muss zugeben, langsam kann ich verstehen, was also auch meine Eltern, meine Großeltern damit meinen, wenn sie von der guten alten Zeit sprechen. Heutzutage so ist man unbeschwert, ne? Das ist es, so unkompliziert, oder? Schauen Sie mal, heutzutage ist man über ein Handy 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar. Die Welt rückt immer näher zusammen. Ja, und damals war es dann doch noch ein bisschen lockerer, vielleicht nicht ganz so gestresst, so ein bisschen entschleunigt. Damals hat man noch einen Brief geschrieben, man musste 3 Tage warten, bis der ankam. Wenn man Fotos gemacht hat, auf so einem 24er, 36er Film beispielsweise, um dann noch mal ein paar Jahre weiter vorzugehen, dann musste man 2 Wochen warten, bis die im Drogeriemarkt dann endlich entwickelt waren. Und all solche Dinge und ob die Filme was geworden sind, wusste man erst, wenn man das in der Hand hatte. Ja? Und das sind natürlich unschätzbare Erinnerungen, das sind die ersten Schritte der Kinder. Wenn ich mir das überlege, 1965, da war mein Vater 14 Jahre alt. Er dürfte nach heutigen Maßstäben noch nicht mal Mofa fahren. Ja, wahrscheinlich noch so einen leichten Flaum auf der Oberlippe. Meine Mutter war 13 Jahre alt, so gerade gerade im Teenager-Zeitalter angekommen. Lange, glatte, blonde Haare und so das ganze Leben, die ganze Welt noch vor sich. Das sind wunderschöne Erinnerungen. Wenn du jetzt noch mal eine Generation weiter denkst, mein Sohn hat meine Großeltern nie kennengelernt. Er kennt sie also nur aus Erzählungen oder von 2, 3 vergilbten Fotos und das ist sehr schade. Gerade zu meinem Großvater hatte ich damals einen sehr, sehr guten Draht. Das war also wirklich wie ein Ei. Überspringt immer ganz gerne mal eine Generation. Mhm. Und hier holst du diese Erinnerungen ganz einfach zurück und bitte auch hier. Man muss kein Foto- oder Video-Magister an der Uni absolviert haben, um hier zurechtzukommen. Sie nehmen ganz einfach das Filmband. Kleiner Tipp, lassen Sie es vorher einmal vor- und zurücklaufen, damit das Band etwas lockerer auf der Rolle drauf liegt. Das wird später im Digitalisiervorgang definitiv dann für die Sicherheit und auch für Ihren Vorteil sorgen. Und dann lassen Sie die Maschine die Arbeit erledigen. Denn das passiert hier alles vollautomatisch. Mittlerweile reden wir von LED-Beleuchtung. Viele kennen das noch mit den klassischen Glühbirnen. Da musste man sich beeilen, wenn man so ein Band mal schneiden wollte. Ja, noch mit Schere und mit Kleber habe ich selber noch gemacht. Also ganz, ganz vorsichtig, mit ganz spitzen Fingern, mit der Pinzette und dann mit der Lupe noch so mit so einem Monokel drauf und so Geschichten. Also das war schon ein bisschen komplizierter. Ja, muss man schon zugeben, aber natürlich etwas, wo man heute wieder gerne drüber nachdenkt. Und hier brauchst du keine PC-Kenntnisse. Hier packst du einfach die Rolle dran, spannst sie ein. Wir haben gerade gesehen, wie einfach das geht. Ja, und drückst das richtige Format und dann auf Start. Und dann kannst du auch gerne den Raum verlassen, kannst das gerne auch über Nacht laufen lassen oder du schaust zu, wenn du willst. Das macht die Maschine alles vollautomatisch, einen PC brauchst du nicht. Und das für so einen kleinen schmalen Euro, für 380 Euro knapp, das Spitze, machst du das vom Profi. Der nimmt dir so Pi mal Daumen einen Euro bis Euro 30, je nach Filmlänge und je nach Menge ganz einfach dessen, was du mitbringst, da locker aus der Tasche. Das heißt, bei 240 Minuten bist du bei 240 Euro ungefähr, 250 Euro für einen Profi, pro Spule nochmal 1,50 obendrauf. Und da hat sich natürlich hier bei der zweiten Filmrolle für viele unserer Kunden hier schon eine solche Anschaffung gelohnt. Viele nutzen auch die Gelegenheit und fragen ganz einfach im Bekanntenkreis, im familiären Umfeld einfach nochmal nach. Und ich möchte wetten, du wächst da viele schlafende Hunde, in dem Fall durchaus positiv, denn da kommen viele noch auf, die denken, Mensch, Helmut, wir haben doch hinten links im Keller oder hinter der Kiste mit der alten Bettwäsche, da haben wir dann noch die Super-8-Filme, weißt du noch, hol die dann nochmal raus. Ja? Und dann setzt man sich mal an so einem verregneten Samstag oder Sonntag mal jetzt so in den Spätsommer, in den Herbst hinein, wenn draußen die Stürme toben, ganz einfach mal mit so einem Gerät dann dahin und schaut ganz einfach mal, wie war das denn früher? Ja? Wie war das Grundstück, wie sah das Haus aus, als es noch im Rohbau stand? Wie war das, wer war denn jetzt eigentlich beim Richtfest alles mit dabei und so weiter? Wie sah der Vorgarten aus, welche Autos haben wir damals gefahren. Das sind alles wunderschöne Eindrücke und ich sehe heute natürlich aus der Sicht eines Erwachsenen das, was ich früher als Kind gesehen habe, dann nochmal mit etwas anderen Augen, mit einer etwas anderen Einstellung. Und die Dame wird wahrscheinlich, bei allem Respekt, nicht mehr wirklich unter uns weilen. Wenn ich mal so das Alter ungefähr schätze, mir überlege, wie lange die Bänder jetzt wahrscheinlich schon auf dem Dachboden liegen. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich alle Herrschaften noch an einen Tisch kriegen können. Und da sind wunderschöne Erinnerungen mit dabei, sicherlich nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die nachfolgende Generation. Und ich finde es einfach schön und ich finde es auch wichtig, dass man diese Wurzeln vielleicht doch ganz einfach mal an die nachfolgende Generation weitergibt. Mir liegt das am Herzen. Ja, ich hoffe Ihnen auch. Ich finde das auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und wie Carsten gesagt hat, Sie haben bestimmt irgendwo diese alten Super 8 oder 8 mm Filmrollen noch irgendwo gelagert. So wird das Ganze übrigens eingefädelt. Also großartig, eine Produktbeschreibung braucht man sich da nicht durchlesen. Es wird hier eingefädelt, damit das Ganze dann natürlich auch aufgewickelt werden kann. Mhm. Und dann
muss man eigentlich nichts mehr machen. Ja, das passiert vollautomatisch. Das ist ein Standalone-Gerät, das heißt, Sie müssen nicht dabei sein. Das macht die Arbeit auch ohne, dass Sie eben dabei sitzen. Und Sie können sich dann natürlich an dem Resultat erfreuen. Und das finde ich so schön. Und das dann, wie du gesagt hast, auch von Generation zu Generation weitergeben. Und wie gesagt, 379,91 €, das ist ein einmalig kleines Geld, was Sie investieren. Ja, und es ist natürlich eine tolle Sache, dann auch später dann das mal den Kindern, den Enkelkindern vorzustellen. Und apropos vorstellen, wir haben hier wieder auch so viel Fachpresse. Lesen Sie ruhig mal auf unserer Seite nach. Ja, die sind alle voll des Lobes. Mhm. Wirklich nur Testurteile mit sehr gut. Und dieses Gerät war auch schon ein paar Mal ausverkauft. Ja, das spricht natürlich auch für sich. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuschauer. Bestellen Sie unseren HDXL Filmscanner zum Digitalisieren mit der NX4294 und der 569. Es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn diese tollen Emotionen, die Erinnerungen dann einfach verschwinden, ja? Als wäre es nie passiert. Das ist ja so. Ich sag mal, du hast diese Erinnerungen so langsam, aber sicher immer blasser werdend in den Köpfen derer, die damals dabei waren. Die sind allerdings natürlich heute dann auch noch mal schnell um die 40 Jahre weiter in ihrem Lebensabschnitt. Wie gesagt, nicht jeder ist noch unter uns. Da sind Krankheiten gekommen, da sind Unfälle passiert und dergleichen. Das ist der normale Lauf der Dinge. Es hat ein Generationswechsel stattgefunden. Und wenn ich heute mit meinem Sohn über TKKG-Kassetten oder sowas rede, dann guckt er mich an und weiß wahrscheinlich gar nicht, was ich eigentlich meine. Auch wenn der als kleines Baby oder im Alter von 2, 3 Jahren auch noch einen Kassettenrekorder in seinem Zimmer stehen hat. Heute gehen die zu iTunes und ziehen sich da ihre Dinger darunter und so weiter. Die reden also über Sachen, da habe selbst ich mit 44 keine Ahnung von. Faszinierend, ja. Aber damals war eine andere Zeit. Da waren solche Aufnahmen ganz einfach Gold wert. Und sie sind heute noch wertvoller denn je. Denn das ist ja quasi so die Generation vor uns, vielleicht auch vor Ihnen, liebe Zuschauer. Und vielleicht ist da jetzt auch gerade Ihre Tochter dabei, vielleicht unglaublich nervös, hat sich ihr Kostüm geschneidert über mehrere Wochen und ist dann jetzt hier in Köln, würde man sagen, beim Spielmannszug mal mitgegangen, hat vielleicht die Fahne getragen, hat ihren Verein dann repräsentiert, all solche Dinge. Muss man natürlich ein Stück weit dann auch beachten. Heute sitzt sie neben dir und hat vielleicht angegraute Haare und erzählt ganz gerne von dieser Zeit, die sie jetzt natürlich auch mal sehr, sehr schön mit bewegten Bildern zeigen können. Es ist einfach eine tolle Variante, liebe Zuschauer, denn gerade auch der hochauflösende Sensor hier unseres XL-Filmscanners für 8 mm und Super 8 Filme holt nochmal eine perfekte Qualität raus. Das ist ein hochauflösender CMOS-Sensor. Wir haben natürlich eine automatische Belichtung, eine manuelle Korrekturmöglichkeit und hier ganz wichtig eben auch eine LED-Lichtquelle. Und hier wird Bild für Bild eingescannt. Und du kannst, wenn du möchtest, und das Kabel liefern wir mit, auch direkt am Fernsehen das Ganze live verfolgen. Da schaust du dir einen Super 8 Film, also eins der ältesten analogen Medien, die wir jemals genutzt haben, aus dem letzten Jahrtausend heraus, dann auch mal auf deinem modernen Flachbildschirm an. Also da ist definitiv dann die Vergangenheit, die auf die Zukunft trifft. Das ist von der technischen Seite denkbar perfekt gelöst in dieser Qualität, die du hier einscannst. Es ist von der Handhabung her denkbar einfach gemacht und ich denke auch preislich sind wir sehr attraktiv unterwegs. Nur ganz ehrlich, Anne, wenn ich mir solche Aufnahmen anschaue und da Bekannte oder auch Verwandte entdecke, vielleicht meinen Vater, vielleicht meinen Uropa, ja, der da jetzt hier also wie ein Weltmeister den Schublattler praktiziert, als junger Mann noch grün klar, hinter den Ohren. Ja, oder hier, die Urgroßoma. Hat keiner gesehen. Ja, also die hier ganz einfach da noch aktiv mit dabei war, die vielleicht nicht mehr unter uns weilt, da würde ich sagen, und ich denke, da spreche ich aus der Seele vieler unserer Zuschauer, solche Aufnahmen sind unbezahlbar. Das sind also die knapp 380 € mehr als gut angelegt. Und wie gesagt, mit 2 oder 3 Bändern, die man vielleicht also auch noch aus dem Bekanntenkreis dann zusammenwirft, hat sich die Investition also hier auch schon locker gelohnt. Und wie du richtig sagtest, wir haben mittlerweile mehrere Ausverkäufe gehabt. Ja. Es scheinen also noch Schätzchen aus dieser Zeit in den Kellern auf dem Dachboden zu schlummern. Und weil du hier keine PC-Kenntnisse brauchst und die Maschine vollautomatisch funktioniert, ist das sogar noch ein reines Vergnügen, auch wenn du keine Ahnung von Film oder Foto hast. Das ist alles vollautomatisch und denkbar einfach umgesetzt. Toll gemacht. Du, ich finde das auch ganz toll. Du hast ja gerade von Personen gesprochen, die nicht mehr unter uns waren. Mhm.
gefallen. Also ich weiß das von meinen Eltern, die sagen immer, Personen oder Menschen sterben nicht. Die sterben erst, wenn sie nicht mehr in unserer Erinnerung sind, in unseren Köpfen. Das ist schön gesagt, ja. Und es ist auch wirklich so. Und hier wecke ich ja diese Erinnerung. Wie du gesagt hast, es verblasst hier irgendwann mal. Dann erinnert man sich vielleicht an Personen nicht mehr so richtig, ja, weil man vielleicht erst in einem zarten Alter von 2-3 Jahren war. Wäre doch schade, oder? Es ist wirklich sehr, sehr schade, wenn man dann diese Erinnerungen so sehr verblassen lässt. So, Sie retten jetzt Ihre alten Filmschätze, Ihre privaten Filme, ja? Versorgen Sie auch gleich die ganze Nachbarschaft mit, denn von diesem Gerät da profitiert ja wirklich jeder davon. Die Bestellnummer hierfür ist die NX4294 und die 569. Auch hier hat uns die PC Go dieses Jahr erst getestet. Wir haben das Testurteil sehr gut erhalten. Und das natürlich auch zu Recht. Und wir wurden natürlich auch in puncto Preis-Leistung ausgezeichnet von der Welt. Ja, und es ist wirklich ein ganz fantastischer Preis. Jetzt zeigst du uns mal den Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ich wollte Sie mal von der Rückseite zeigen, liebe Zuschauer. Und auch da sehen wir eine absolut aufgeräumte Variante. Da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Der Stromanschluss ist jetzt hier natürlich dran. Das sehen Sie an der ganz normalen Steckdose. Hier dann der TV-Ausgang. Ja, also wenn Sie den ganzen Scan-Vorgang, was Bild für Bild eingescannt wird, auf dem Fernseher verfolgen möchten, das Kabel liefern wir mit. Sogar für unsere Freunde aus dem benachbarten Ausland, für die Franzosen, die mit NTSC beispielsweise arbeiten. Wir haben in Deutschland das PAL-System, geht beides hier. Und hier natürlich auch mal der Anschluss, auch mal direkt, um das Ganze direkt auf die Festplatte des Rechners zu ziehen. Das geht natürlich auch. Grundsätzlich arbeiten wir aber hier mit einer SD-Karte, maximal 32 GB. Und da wird das Ganze dann gespeichert. Wenn du dir überlegst, dass die Speicher heutzutage so groß sind, wie von mir aus die Daumenspitze, und was man damals für einen Aufwand betrieben hat, um die Aufnahmen zu machen, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also wie gesagt, ich habe diese Filmrollen ja nicht mehr miterlebt, aber ich weiß auch, dass meine Oma noch ganz viele solche Filmrollen besitzt und vielleicht auch Sie zu Hause oder Ihre Nachbarn oder Ihre Verwandtschaft, Familie. Ja, da kursieren wirklich noch ganz, ganz viele rum und wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn die dann einfach so vor sich hin verkümmern. 379,91 €, das Ganze kommt selbstverständlich versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wurde dieses Jahr übrigens auch auf der CeBIT vorgestellt, ja. Das ist auch hier natürlich ein ganz tolles Produkt, was dafür sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja. Warst du in Hannover? Ja. Ja. Soll jetzt im März gewesen sein. Ja, das war im März, genau. Und wir machen weiter. Ich hatte ja eingangs von tollen Filmen erzählt, ja. Ob das jetzt Ihre privaten Filme sind, zum Beispiel auf der VHS-Kassette oder die Super 8-Filme oder mal ein schöner Kinofilm. Viel schöner ist es doch, wenn man das Ganze zu Hause schauen kann. Ja, in den eigenen vier Wänden, man muss gar nicht erst rausgehen, man muss nicht viel Geld ausgeben für einen Kinofilm und das dann wirklich zu Hause genießen. Über eine große Beamer-Leinwand. Was braucht man dazu? Natürlich einen vernünftigen Beamer. Jetzt haben wir mal geschaut, was so ein Profi-Beamer in dem Fachmarkt kostet. Da kannst du ja teilweise für so einen Profi-Beamer 500 bis 600 € ausgeben. War dir das bewusst? Also, das ist ja Wahnsinn. Ich habe das sogar gemacht, Anne. 900 € habe ich für meinen Beamer bezahlt, für den letzten. Das war also ein Preis, wo ich also dann definitiv mal 2-3 Nächte länger drüber geschlafen habe. Aber es war eine Notwendigkeit, damals aus beruflichen Gründen. Für Präsentationen brauchte ich den. Hatte allerdings immer so dieses Damoklesschwert über mir, dass natürlich irgendwann zu der damaligen Zeit dieses Beleuchtungsmittel, eine klassische Birne, dann irgendwann mal den Geist aufgegeben hätte. Man sagt so Pi mal Daumen bei 1000 Stunden. Ich habe also immer, nachdem ich präsentiert habe, so 1-2 Stündchen, dann immer mal so auf das Menü geguckt, wie lang muss ich denn eigentlich noch? Die Beamer waren heiß, dementsprechend laut von der Belüftung her und dergleichen. Ja, und von der Bildqualität her kam man da also auch definitiv nicht an das heutige Niveau heran, liebe Zuschauer. Und trotzdem waren es eine Kostennote von 900 €. Nach 1000 Stunden kämen nochmal 200 € für ein neues Beleuchtungsmittel obendrauf. Ja. Den habe ich schneller wieder abgegeben, als ich Piep sagen konnte. Und einigermaßen guten Preis dafür bekommen. Hier reden wir von einem absoluten Hochleistungsbeamer, liebe Zuschauer. Den habe ich dankbar mit nach Hause genommen, weil ich aus der Präsentation heraus so begeistert war von diesem gestochen scharfen Bild,
von dieser Qualität, von den leichten Anschlussmöglichkeiten und natürlich auch von der nicht mehr vorhandenen Lautstärke. Wir reden von LED-LCD-Technologie, das kennt man von modernen Fernsehern. Und die wird A, nicht mehr so heiß und B, ist sie deutlich länger oder langlebiger unterwegs, als das früher bei der klassischen Glühbirntechnik der Fall war. Also hier gibt der Hersteller alleine eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden an. Wahnsinn. Also da wirst du in den nächsten 20 Jahren nicht drüber nachdenken, ob du ein neues Beleuchtungsmittel brauchst. Die Qualität passt dazu und hier haben wir natürlich mal ein richtiges Hochleistungsgerät, was man auch mal im Sommer in der Mittagszeit einsetzen kann und das für noch nicht mal 250 Euro. Das ist mal ein Preis-Leistungssieger in dieser Sendung, den ich mir an Ihrer Stelle nicht entgehen lassen würde. Und auch wenn Sie ihn jetzt im Hochsommer vielleicht nicht brauchen, spätestens im Herbst kommt er wieder zum Tragen und nächstes Jahr, da erinnere ich dran, haben wir auch wieder eine tolle Sportveranstaltung jetzt hier, dieses Mal in Russland. Da geht es darum, den Pokal zu verteidigen und vielleicht möchtest du mal ein paar Freunde einladen und sparst dir das Public Viewing draußen, da kosten Bier 4-5 Euro mittlerweile. Dann lädst die Freunde lieber mal nach Hause ein und dann guckst du dir da mal so ein schönes Spiel an. Was meinst du, dass da Freude aufkommt? Also das ist wirklich ein Profigerät, wie ich eingangs gesagt habe. Das ist so leuchtstark, 2800 Lumen hell. Das heißt, ich kann mir das natürlich auch so im Halbdunklen anschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal bedenke, abends auf der Terrasse, wenn es schon ein bisschen dunkler geworden ist, ja, dann vielleicht ein Fußballspiel oder Spiele allgemein oder natürlich Ihre alten Filmschätze, die Sie ja schon digitalisiert haben, dann darauf anschauen oder das Fernsehprogramm. Ich kenne ganz viele, die haben gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Die haben gesagt, die lieben sowas mit so einem Beamer, einfach mal das tägliche Fernsehprogramm schauen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die Sie hier haben, ja, oder Ihren Lieblingsfilm, da haben Sie vielleicht DVDs zu Hause. So ein Beamer ist wirklich Gold wert und wie gesagt, mit neuester LED-Technik ausgestattet, das kannte man früher, dass dann der Kopf irgendwann angefangen hat zu brodeln und heiß wurde, weil der Beamer vielleicht hinter einem irgendwo stande. Ja. Also das ist jetzt wirklich eine tolle Möglichkeit. 2800 Lumen hell. Also dann natürlich ein Preis von 246 Euro ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Also definitiv. Also so etwas draußen im Einzelhandel zu bekommen, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das ist ein richtiges Preis-Leistungs-Wunder, muss man ganz klar sagen. Ich, wie gesagt, war absolut begeistert davon, habe ihn mitgenommen, den Vorgänger noch hier, der auf eine vergleichbare Leuchtstärke kam und habe mir da einen sehr schönen Film angesehen mit tollen Landschaftsaufnahmen. Wahnsinn. Da noch ein schönes Surround-System dran beispielsweise, eine HiFi-Anlage. Du hast zwar zwei Boxen drin, aber für einen Film empfehle ich noch eine Soundbar oder irgendwas in dieser Richtung, wobei du auch mit dem normalen Standardprogramm super zurechtkommst. Champions-League-Finale habe ich mir angeguckt mit meinem Sohn über die PlayStation mal hier im Split-Screen ein Spielchen gezockt und du konntest selbst oben rechts und links in den Ecken alle Informationen super erkennen. Ja, und heutzutage ist es ganz einfach so, dass so ein Beamer natürlich auch rucki-zucki und schnell angeschlossen ist. Und dadurch, dass der eben diese moderne Beleuchtungstechnik hat, kannst du den sicherlich auch mal ganz anders fest einbauen, fest installieren zu Hause. Aber ein bisschen näher an der weißen Alpina-Wand, ja, als das früher bei den anderen Beleuchtungsmitteln der Fall war. Also die Hitze ist nicht mehr so. Das heißt, die schwarzen Kränze entstehen nicht mehr wirklich und die Anschlüsse sind auch wirklich mannigfaltig. Das heißt, viele Anschlüsse für verschiedenste Möglichkeiten. Also ob ich jetzt an den Fernseher anschließen will oder an eine Spielekonsole, habe ich dich da richtig verstanden. Genau, guck mal hier, du hast hier zwei HDMI-Eingänge, natürlich für digitale Übertragung, Bild und Ton, ja, SAT-Receiver, Kabel-Receiver für Fernsehprogramme, Spielekonsolen, Xbox, PlayStation, Nintendo Wii, all diese Dinge. Für Firmenpräsentationen auch gerne mal für einen Laptop, einen VGA-Anschluss, hier natürlich einen Antennenanschluss für klassische Fernsehprogramme im weitesten Sinne. Hier natürlich auch im Media-Player-Bereich, direkt vom Stick oder von der Festplatte runter, eigene Urlaubsvideos zum Beispiel mal etwas größer als auf dem 40 oder 50 Zöller Fernseher im Wohnzimmer mal der Familie präsentieren. Zwei Anschlüsse hast du. Super gemacht natürlich. Und hier auch die ganzen Audioanschlüsse hier für den HiFi-Bereich, also auch im Stereo-Anschluss für eine Soundbar oder ein schönes Surround-System oder eine Stereoanlage im Wohnzimmer. Alle Anschlüsse vorhanden. Das ist kein Hexenwerk. Das hast du innerhalb von 2 Minuten angeschlossen und da wirst du sehr, sehr viel Freude haben. Denn du kannst hier, und das finde ich sensationell, bis zu 4,40 Meter Diagonale gehen im Format 4:3. Ja. Bei 16:9 bis 3,80 Meter. Wir könnten uns übereinander stapeln und wären noch nicht bei der Diagonale angekommen. Siehst du? Ja? Liebe Zuschauer, falls jetzt vielleicht auch ein paar Frauen vor dem Fernseher sitzen, ja, dann möchte ich ganz gerne noch mal die Optik ansprechen. Denn das ist für uns ja immer sehr, sehr wichtig. Also ich rede da auch mal von mir. Ne? So, schauen Sie sich mal hier diese schöne Holzoptik an. Das ist natürlich ein Beamer, den du das später nicht verstauen möchtest, irgendwo im Schrank, den lässt man auch mal gerne stehen. Schauen Sie sich das mal an, hier sieht man diese Holzmaserung. Ne? Fühlt sich fantastisch an, ne?
ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich, das ist ein toller, toller Beamer. Ja, neueste und modernste Technik und das für 246,91 Euro. Fernbedienung gibt es selbstverständlich auch noch mit dazu. Ja. Das kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und Sie dürfen jetzt natürlich auch gerne Preise vergleichen. Können Sie gerne tun. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, Sie werden keinen mit diesen Leistungen, mit der Ausstattung für unter 240 Euro finden. Das ist ein super Preis. Allerdings ist der TV-Sonderpreis ja nur 2 Stunden gültig, deswegen schnell sein. Edge-Badge, oder? Edge-Badge, ja. Ja, liebe Zuschauer, ohne Quatsch. Sagte derjenige, der knapp 1000 Euro für einen Beamer ausgegeben hat. Ja, das war ja eine gewisse Notwendigkeit. Und ich sagte, also das hat schon richtig wehgetan. Das hat ein richtiges Loch ins Budget gerissen. Mhm. Bei knapp 250 Euro denkst du dir natürlich, komm, also das ist jetzt auch mal drin, obwohl du den Sommerurlaub jetzt gerade bezahlt hast, obwohl die Quartalsabrechnung jetzt noch drin ist. Ich denke mal, das ist wirklich mal ein Preis, den lässt du dir gerne mal gefallen. Weil unterm Strich gesehen, kaufst du so einen Beamer ja jetzt nicht nur für die Zeit bis zum Spätsommer oder was oder bis in den Winter hinein und danach ist er hinüber. Wir haben ja von 50.000 Betriebsstunden allein für das Beleuchtungsmittel gesprochen. Die Qualität, die uns Scene Lights hier bietet, ist absolut spektakulär, muss ich sagen. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Ich habe ihn also häufiger zu Hause an als unseren Fernsehapparat. Das ist irre. Auch diese ganzen Streaming-Plattformen. Ja, ich will da jetzt keine Werbung betreiben, aber man kennt sie. Ob das jetzt Amazon ist, ob das Netflix ist und Watchever und wie sie alle heißen. Da zahlst du ja mitunter einen kleinen monatlichen Obolus für. Aber die kannst du ja auch ohne weiteres jetzt hier mal über den passenden Receiver jetzt hier ganz einfach mal andocken. HDMI hast du dran. Auch gerne mal über einen Laptop zum Beispiel. Ja, da war ein kleines Medium zwischenschalten. Ist alles grundsätzlich möglich. Also alles kann, nichts muss an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Und da Sie unterschiedlichste Medien zu Hause haben, können Sie über die tollen Anschlussmöglichkeiten, deutschsprachige Anleitung natürlich dabei, alles anschließen, was Sie möchten. Bildkorrektur ebenfalls als möglich jetzt hier. Du kannst auch den Winkel entsprechend einstellen. Und nochmal bitte, er ist sehr, sehr leise. Und die eingebauten Stereo-Boxen geben also schon gerade für eine Konsole oder auch mal für ein Fußballspiel, ein Sportereignis, auch mal für normale Fernsehprogramme einen absolut genießbaren Ton, eine schöne Raumkulisse noch mit dazu. Wenn du natürlich jetzt hier mal einen Blockbuster schaust, und ich weiß, dass du auf Fluch der Karibik stehst, wenn da jetzt mal so ein Jack Sparrow jetzt hier auf der Black Pearl um die Ecke kommt, ja, dann möchtest du vielleicht nochmal so ein richtig schönes Surround-System anschließen, kannst du natürlich ebenfalls tun. Wenn es dann heißt, dann ist dann das Kino-Feeling dann also auch bei der Frau Kosch zu Hause angekommen und dann muss man mucksmäuschen still sein. Ich schaue tatsächlich auch sehr gerne von zu Hause aus Filme, weil mir Kino einfach viel zu teuer geworden ist. Also so ein 3D-Film, da zahlst du ja 13 Euro pro Nase. 13 Euro, ja. In Berlin ist es so, da musst du noch 2 Euro zusätzlich für die 3D-Brille zahlen. Ja, ja, natürlich. Popcorn, Cola, ne? Da hat man so ein Menü für 10 Euro. 4 Euro Parkhaus. Parkhaus kommt noch dazu und dann schaut man meistens den Film ja nicht alleine. Ne? Da hat man vielleicht noch den Mann, die Ehefrau, die Kinder, wen auch immer mit dabei. Das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Also wenn man sich das mal hochrechnet, da ist 246 Euro ein Witz. Ja? Oder, liebe Männer, das Fußballspiel mal auf der Terrasse genießen und das geht. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, kann man auch mal an einer weißen Wand schauen. Ja, auf der Terrasse könnte das ein bisschen schwierig werden. Da hat man meistens nur grüne Bäume und Büsche. Wir haben aber später natürlich auch noch passendes Equipment dazu, also Beamer, Leinwände. Aber das ist natürlich eine tolle Sache, um zu sagen, egal was Sie schauen wollen, das tägliche Fernsehprogramm oder Ihre digitalisierten Schätze oder aber auch noch Spiele spielen, ja, das ist ja alles möglich und natürlich auch noch hier verstellbar. Ja, und das ist eben wichtig, dass man, wir wissen natürlich nie wirklich, welche Situation herrscht bei Ihnen zu Hause vor. Manchmal hat man eine gewisse Entfernung von der Stellfläche für den Beamer bis zur Leinwand. Da muss man natürlich immer gucken, dass es vom Format einigermaßen passt. Ja. Wir haben hier eine Entfernung, das habe ich mir extra nochmal mit draufgeschrieben, von bis zu 3 Metern. Also den Platz sollte man einkalkulieren, um die maximale Bilddiagonale zu erzeugen. Manchmal ist es auch ein paar Zentimeter kleiner. Ich habe die größte Leinwand von uns mitgenommen, als ich den Beamer zu Hause installiert habe. 3,05 Meter Diagonale. Bei 3 Meter war ich schon sehr glücklich. Sehr viel mehr Platz hatten wir gar nicht. Da habe ich das Fußballtor meines Sohnes aus dem Garten geholt. Das hat genau 3 Meter und habe da die große Leinwand drüber gelegt, mit Gaffer so ein bisschen festgeklebt, die Leinwand glatt gezogen. Alles andere macht die Bildkorrektur hier vom Beamer. Meine Frau war entsprechend begeistert, ein Fußballtor mit Leinwand mitten im Wohnzimmer stehen zu haben. Aber die männliche Fraktion, das heißt mein Sohn und ich, wir waren in diesem Fall im Rahmen der familiären Demokratie in der Überzahl. Das heißt, 2-3 Tage konnten wir stehen.
stehen lassen. Und abends, als der Lütte in der Kiste war, haben wir dann also auch nochmal einen schönen Film geschaut. Und das bei einem zusammengestellten Sofa, die Füße auf dem Tisch, die Jogginghose an und die gekühlten Getränke aus dem eigenen Kühlschrank. Das war ein Erlebnis, sage ich Ihnen. Und das können Sie jetzt jeden Tag haben und das auch viele, viele Jahre mit einer enormen Lichtausbeute und das schon mit richtigem Kino-Feeling jetzt hier. Und das für 246,91 halte ich sicherlich auch mal für eine sehr, sehr interessante Geschenkidee, wenn jetzt bald ein runder Geburtstag ansteht. Ja, glaube ich, werden sich da die Herren sehr darüber freuen, oder? Ja, definitiv. Nicht nur die Herren, auch die Frauen. Also wirklich hier an dieser Stelle ist es eine ganz tolle Möglichkeit, bezahlbar auch noch. Und ich rede ja die ganze Zeit von Pressestimmen und Presse- und Produktvorstellungen. Gucken wir mal, ne? Die PC Go, die kennt man ja. Und da gab es eine Empfehlung der Redaktion mit einem Fazit, bringt alles, was das Herz begehrt, an die Wand und ist dank vieler Schnittstellen sehr flexibel zu Hause wie auch geschäftlich einsetzbar. Stimmt, den kannst du ja dann auch mal mit zu den Freunden, Verwandten überall mit hinnehmen. Mhm. Also das ist natürlich hier eine schöne, schöne Möglichkeit und wie gesagt, du hast es vorhin uns umgedreht, sehr, sehr viele Schnittstellen, um dann natürlich auch die verschiedensten Sachen anzuschließen und das alles heute und jetzt die nächsten zwei Stunden für 246,91 €. Ja. Ach, ist das nicht fantastisch. Klasse, liebe Frauen, liebe Männer, ich kenne eigentlich niemanden, der nicht sagt, Mensch, ich schaue mir auch ganz gerne mal einen schönen Film an, ja. Was mich immer so ein bisschen stört, ja, mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Blockbuster im Free-TV und dann ist dann gefühlt alle 10 Minuten eine Pause von einer Viertelstunde. Ja, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber das nervt einfach nur noch. Das nervt diese Pause, diese Werbepausen. Und da finde ich das natürlich dann noch schön, wenn ich so einen Film dann auch mal über eine große Beamer-Leinwand schauen kann. Aber wie gesagt, nicht nur Filme, das geht natürlich auch für das TV-Programm, Spiele, aber natürlich auch Fußball und. Das ist so vielseitig einsetzbar. Und nochmal, sieht natürlich auch noch toll aus, oder? Ich finde den wunderschön, sage ich dir ehrlich. Also der Vorgänger, der war noch komplett in diesem Klavierlack-Finish gehalten. Wie sah hier deiner der neue für 1000 Euro aus? Der war weiß. Ich streue ganz gerne Salz in die Wunde, merken ja, Sie das? Danke. Ich habe ihn, wie gesagt, noch für einen relativ guten Satz, weil er also noch wenig gelaufen hatte, muss man sagen. Das Beleuchtungsmittel wenig gelaufen hatte. Und dann nach so einem Dreivierteljahr habe ich ihn dann wieder bei einer Auktionsplattform dann wieder verkaufen können. Aber nicht für 1000 Euro. Nee, also ich hab schon ordentlich geblutet. Aber ich dachte mir, komm, also bevor den jetzt noch länger stehen lässt, immer kriegst du gar nichts mehr dafür. Stimmt. Und dann geht dir das Beleuchtungsmittel kaputt, da ärgerst du dich ewig und drei Tage drüber. Dann gib ihn ganz einfach ab. Und ich habe es bedauert, weil ich fand das schon ganz, ganz klasse. Auch zwischendurch mal mit Freunden oder Bekannten, wie gesagt, das ist ein paar Jahre her, da also auch mal mit der Konsole zu zocken. So eine Nintendo Wii beispielsweise. Wenn du da vier erwachsene Männer hast und die spielen also im Wohnzimmer Bowling oder Tischtennis gegeneinander, gehen Freundschaften in die Knie. Ja, also gerade so bei Spielen, da hört ja die Freundschaft auf. Das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Ich bin auch ein schlechter Verlierer. Aber meinem Sohn gönne ich ja alles von Herzen, aber so ein guter Kumpel von mir, da haben wir, glaube ich, seit 20 Jahren schon so einen kleinen internen Kampf, wer ist jetzt der Beste. Da sind wir typisch Mann, aber natürlich trinken wir anschließend ein Bier und lachen herzhaft drüber. Das sind schöne Momente, liebe Zuschauer, und diese Momente möchten Sie haben. Sowas haben Sie gesucht und wir liefern Ihnen sowas sogar noch Porto und Versand kostenfrei in einer fantastischen Optik mit allen Anschlüssen, die Sie haben müssen. Sie werden ihn genießen, glauben Sie mir das. Oder jetzt stellen Sie doch mal vor, ja, Sie haben Ihre Videos, Ihre Filmrollen, die Super 8 eindigitalisiert und das dann hier über den Beamer laufen lassen. Da laden Sie die ganze Familie doch ein. Da laden Sie die ganze Familie ein, dann setzen Sie sich aufs Sofa und dann brauchen Sie nur noch etwas Kleines, Großes. Et voilà! Eine Beamerleinwand, ohne dass Sie irgendwelche Löcher jetzt großartig bohren müssen. Ja, oder irgendwas noch, so eine Rolle. Es gibt ja so verschiedenste Möglichkeiten. Ja, aber die hier, die kann ich auch ganz platzsparend später wieder verstauen. Da haben wir jetzt drei verschiedene Größen für Sie im Angebot. Zum Beispiel 152 cm wäre das jetzt hier in der Bildschirmdiagonale, oder? Ja, das sind 60 Zoll, liebe Zuschauer. Sie kennen das, bei modernen Fernsehern wird also auch immer in Zoll gerechnet. Wir rechnen in Europa im metrischen System, deswegen Zentimeter, Dezimeter, Meter. Ich kann damit ja immer nichts anfangen mit dem Zoll. Das ist ein bisschen blöd, eine Umrechnerei. Ne? Also hier sind wir bei 152 cm in der Diagonale. Danke. Das ist damit also schon eine recht stattliche Größe. Am Fernseher mit 50 Zoll, mit einer halbwegs manierlichen Ausstattung, sind sie auch mit Sicherheit so bei 700-800 € heutzutage. Je nach Auflösung und je nach Hersteller natürlich. Aber so günstig wie jetzt hier mit so einem Beamer in Kombination mit der Leinwand geht es einfach nicht. Die ist speziell beschichtet, kennt man vom Prinzip her von den Verkehrsschildern oder von den Kfz-Nummernschildern. Die haben auch so einen leicht reflektierenden Effekt. Den haben wir hier auch.
Und die Rückseite ist komplett schwarz gehalten. Das heißt, selbst dann, wenn du mal eine große Fensterfront zum Beispiel nimmst, um die Fläche auch zu haben, und von außen scheint die Sonne drauf, macht das gar nichts. Du kannst ein kleines Häkchen dran machen, ein paar Heftzwecke an der Wand reichen auch schon. Die ist ja nicht schwer, ne? Die wiegt fast gar nichts hier. Ja. Und die kannst du auch ohne weiteres immer eben zusammenfalten, zusammenrollen. Die kannst du auch mit ins Ferienhäuschen nehmen, wenn du jetzt in die Sommerferien fährst. Und sie ist bezahlbar, 28,41 €. Die gibt es mit der PX3301 und der 569 zu Ihnen nach Hause. Wie gesagt, 152 cm in der Bildschirmdiagonale oder wie Carsten sagen würde, 60 Zoll. Tolle Möglichkeit, jetzt zuschlagen oder Sie sagen, 152 cm ist mir immer noch ein bisschen klein. Wir hätten auch noch die Version mit 218 cm, das sind dann 85,8 Zoll. Und die bekommen Sie mit der PX3302 und der 569. Kosten ein paar Euro mehr, 47,41 €. Wobei, das ist ja schon auch sehr, sehr groß. Ne? Also 218 cm. 218 cm ist also Mindestanforderung für einen Center der Dallas Mavericks. Liebe Grüße von Dirk Nowitzki, liebe Zuschauer. Der dürfte ungefähr diese Körpergröße erreichen. Das ist schon eine richtige Ansage. 2,18 Meter. Also das ist schon eine richtige Ansage, liebe Zuschauer. Da allein mal ein schöner Film drauf. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Also eine ganz andere Liga. Ich will sagen, ein ganz anderer Sport als ein 40 oder 42 Zöller Fernseher, wie es also in den meisten deutschen Haushalten der Fall ist. Ja, also hier bist du mit 218 cm Bilddiagonale schon fast in einem kleinen Programmkinobereich angekommen. Ich kenne Kinos bei uns ein Stück weit im Kölner Westen, die haben also nicht eine solche Leinwandgröße zur Verfügung, und ob die auf die Qualität zurückgreifen können, weiß ich auch nicht unbedingt. Da ist natürlich jetzt jeder gleiche Hersteller vorhanden. Wir haben Scenelights, der den Beamer herstellt, wir haben aber eben auch Scenelights hier für die Leinwände, das ist natürlich alles perfekt aufeinander abgestimmt. Kleine Bildkorrektur, auch wenn mal eine kleine Welle drin ist, wenn sie es nicht so ganz genau aufgehängt haben, nimmt der Beamer locker raus und sie werden es genießen. Bettlaken geht auch mal zur Not, wenn man auf die Schnelle was her muss, ja. Lassen Sie Raufasertapete raus, das sieht im HD-Bereich aus, als wenn sie ein altes Video, ein altes Stirb langsam aus 1985 abspielen oder so. Deswegen bitte am besten noch eine schöne Leinwand mit dazu nehmen. Ich glaube, preislich ist es sehr, sehr attraktiv. 3,05 Meter wäre die größte Größe, das ist die mittlere mit 2,18 Meter. Genau, und was mir auch noch besonders gut gefällt, die kann ich später klein zusammenfalten oder rollen, wie ich das möchte. Naja, ich finde das immer schön, wenn man jetzt nicht so viel Stauraum hat, ja, dass man das auch gut dann wieder irgendwo verstauen kann. Also es ist eine ganz tolle Möglichkeit. Oder Sie sagen, die Dirk Nowitzki-Version ist mir immer noch zu klein. Ich hätte gerne 305 cm. Gab es mal einen Menschen, der 3 Meter groß war? Ich glaube nicht, oder? Das weiß ich nicht. Den größten Menschen der Welt. Ich glaube, der kommt auf 2,30 Meter. Der steht im Wachsfigurenkabinett in Berlin. Genau. Aber wir weichen vollkommen vom Thema ab. 305 cm in der Bildschirmdiagonale oder, liebe Männer, auch 120 Zoll. Gibt es für der PX3303 und der 569. Guck mal, für ein paar Euro mehr, 66 €, die davor um die 47 €, glaube ich. Also das ist natürlich schon eine stattliche Nummer. Da kannst du mal im Vereinshaus auch mal einen schönen Film schauen. Das ist schon sehr, sehr groß. Aber wir wollten Ihnen jetzt einfach nicht nur eine Größe zeigen. Sie sollen ja die Auswahl haben. Ne? Also wenn Sie sagen, Mensch, 152 cm für mein kleines Wohnzimmer reicht mir da vollkommen aus, dann ist das ja Ihnen überlassen. Sie sollen aber die Wahl haben. Wir wollen Ihnen jetzt nicht vorgeben, diese Größe müssen Sie nehmen. Und auch wenn Sie vielleicht einen Beamer von einem anderen Hersteller haben, auch das ist gar kein Problem. Also diese Leinwände von Scenelight sind wirklich kompatibel mit allen anderen Beamern auch, oder? Ja, also gerade mit dieser modernen, leuchtstarken LED-LCD-Technologie. Ja. Also das ist wirklich schon was ganz Besonderes in Verbindung mit dieser reflektierenden Oberfläche und dieser abgedunkelten Rückseite, einfach nur ein absolutes Träumchen. Und der Beamer, der kann also HD locker ohne mit der Wimper zu zucken, sogar bis zu einem Eingangssignal von Full HD entsprechend wiedergeben. Das ist eine fantastische Qualität und genau die Qualität möchte man heutzutage haben. Denn du möchtest ja jetzt nicht unbedingt auf Qualität verzichten, nur weil das Bild größer wird. Du bist verwöhnt durch deine Fernseher, Full HD, 4K und dergleichen. Ja? Mhm. Da möchtest du eine vergleichbare Qualität natürlich auch auf 2,18 Meter, 3,05 Meter beispielsweise oder eben auf 1,52 oder 1,52 Meter bei der kleinsten Variante. Vor allem wir beiden Blindschleichen. Ne? Je größer der Monitor, desto besser für uns. Naja, irgendwann. Mal, würde ich sagen, Frechheit, aber recht hast du. Ja, also ich rede da ja auch von mir. Also mir geht das ja genauso. Ich bin immer ganz froh, wenn der Bildschirm ganz groß ist. Also tolle, tolle Produkte. Und weil die so schön und toll waren, fassen wir für Sie auch nochmal zusammen, weil das war ja eine ganz schöne Menge.
Menge. Ja. Angefangen haben wir mit unserem dauerausverkauften HDMI-Videorekorder. Aber wie gesagt, mehrere Möglichkeiten haben Sie hier, wenn Sie hier zuschlagen. Zum einen können Sie Ihre alten Filmkassetten digitalisieren. Sie können aber auch das tägliche Fernsehprogramm aufzeichnen oder Sie nutzen das Ganze für Spiele, ja, natürlich auch noch die Game Capture Funktion. Ja. Alles ist dabei, die Software, Bearbeitungs-CD, dann natürlich der Adapter, ja, Cinch Adapter. Ja, ganz genau. Und das für 123,41 Euro. Preis? Super. Und natürlich die Bestellnummer NX4391 und die 569. Ausgezeichnet von der Fachpresse PC Go, PC Magazine, vorgestellt auf zahlreichen Messen und jetzt endlich für Sie lieferbar NX4391 und die 569. Möchtest du noch was sagen, Carsten? Legen Sie da bitte einen Daumen drauf, denn wenn Ihr Sohnemann das sieht und der ganz gerne mal an einer Konsole zockt, der möchte vielleicht auch mal seine Rekorde auf YouTube veröffentlichen. Mein Sohn ist ganz heiß drauf, ja. Der wird Ihnen den wahrscheinlich aus dem Wohnzimmer mopsen, wenn Sie ihn suchen. Schauen Sie mal im Kinderzimmer. Das natürlich noch mal ein paar Jahre vorher. Da reden wir jetzt von Super 8, 8 mm Filmen und auch das natürlich unschätzbare Erinnerungen. Da spielt der Preis eine völlig untergeordnete Rolle. Alleine jetzt hier mal so die Verwandtschaft zu sehen, die vielleicht schon viele Jahre nicht mehr unter uns weilt, von denen man den Kindern nur erzählen kann mitunter, ja, wo aber dann sicherlich der Opa fast genauso aussieht oder der Enkel so aussieht wie der Opa, den er vielleicht nie kennengelernt hat. Das möchtest du haben, das möchtest du retten, das möchtest du auch für die nächste, übernächste und überübernächste Generation noch retten. Das stimmt. Und das machst du hier ohne PC-Kenntnisse, einfach nur zwei Knöpfchen drücken und schon macht die Maschine vollautomatisch aus deinem analogen 8mm Film eine schöne digitale Datei und die ist genugsamer als diese Bänder von früher. Tja, lange Zeit ausverkauft, jetzt endlich wieder lieferbar mit der NX4294 und der 569. Und zu guter Letzt natürlich den Beamer und den gibt es nicht für knapp 999 Euro, so viel hat nämlich Carsten ausgegeben, sondern für 246,91 Euro. So, der ist enorm hell, 2800 Lumen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr hell, da kann man auch mal draußen auf die Terrasse, wenn es dann schon leicht dunkel wird, einen schönen Film schauen. Und das natürlich ausgestattet mit neuester LED-Technik, ne? Ah, LCD-Technik oder ist das so. Jetzt hier. Ja, ja. Also grundsätzlich eine Schnittmenge aus beidem, man kennt es also von der Leuchtstärke, von der Bildbrillanz, von modernen Fernsehern. Die sind natürlich auch, was so Reflexionen, was so Spiegelungen und dergleichen betrifft, auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als die Fernseher von früher. Die Geräte an sich, so ein Beamer ist natürlich jetzt auch mal leicht zu transportieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das Gewicht notiert habe. Kann ich nur schätzen. Was macht der haben? Halbes Kilo. Lass es vielleicht mal, nenne ich ganz, ein bisschen mehr, vielleicht 1,5, 2 Kilo. Tippe ich jetzt mal. Aber wenn es 3 sind, bitte nicht schimpfen mit mir, liebe Zuschauer. Den haben Sie mal schnell dabei. Wir haben auch kleinere Varianten. Nicht ganz so leuchtstark, aber ein bisschen kompakter, wenn Sie da was suchen. Das definitiv, aber das Parademodell, und das wird das Haus Ruland definitiv niemals wieder verlassen. Also dem hier, dem würde ich fast einen Namen geben. Das ist ein fantastisches Gerät, ja? Getestet und für gut Namen gefunden. Geben? Weiß ich nicht. Superman oder irgendwie sowas. So, Jack, liebe Zuschauer. Wäre das was? Ja, Jack oder? Geht auch, na klar. Also, liebe Zuschauer, und zum guten Letzt natürlich auch nicht vergessen, die Leinwände in vielen verschiedensten Größen. Jetzt dürfen Sie anrufen, jetzt dürfen Sie bestellen, entweder ja. Das Ganze telefonisch 0180 51 51 und dreimal die 2 oder aber auch gerne online unter www.pearl.tv. Warten Sie nicht zu lange, der TV-Sonderpreis ist nur 2 Stunden gültig. Viel Spaß. Viel Spaß.